So, liebe Freunde, wir sind wieder da und weiter geht's mit Minecraft. Wo sind wir denn letztes Mal stehen geblieben? Ich habe schon wieder absolut keine Ahnung mehr, obwohl es bei mir einfach erst gestern her ist, seit ich gespielt habe. Für euch wahrscheinlich schon ein paar Tage länger. Und ich habe natürlich nicht reingeschaut, was wir als letztes gemacht haben. Hier haben wir schon ein Dach drauf. Das ist doch schon mal etwas. Wirklich wohnlich ist es hier allerdings noch nicht. Creeper, Creeper. Direkt zur Begrüßung. Guten Morgen. Nicht explodieren. Ja, ist gut, jetzt hör auf zu rauschen. Also, ich würde mal vorschlagen, dass wir mal anfangen mit unserem Wasserfall, den ich hier einbauen möchte. Da unten stehen die Lamas von dem Händler. Sind die bei dir geflüchtet? So, Skeletor. Wie. Ja, spawnt einfach noch einer. Creeper. Wie mache ich das am besten mit dem Wasserfall? So, ich werde hier in den Ecken anfangen. Und dann schauen wir. Ich organisiere jetzt einfach mal. Ich habe natürlich auch kein Eisen mehr, weil mir alles gediebert wurde, während ihr nicht aufgepasst habt. Ihr seid schuld. Ihr habt, dass mein Eisen gediebert wurde. Gutes Deutsch, ja. Ne? Ihr seid schuld, dass mein Eisen weg ist. So rum, weil ihr nicht aufgepasst habt. Hier war es, ein ganzer Stack. Er ist weg. Jetzt hat kein Eisen mehr zum Eimer machen. Und ich vermute mal, dass ich drüben auch kein Eisen finden werde, wenn ich jetzt rüber gehe. Das heißt, ich muss erst Neues organisieren. Spinne, Zombinator. Au. Erstmal was futtern. Spinni kommt schon. Komm her, Spinni. Au. Geh weg, Spinni. Geh mir hier auf den Sack direkt nach dem Aufstehen erstmal. Schlimmsten finde ich halt einfach immer noch die Skeletoren, weil die halt so auf Entfernung angreifen und das nervt einfach. Es nervt. Ah, ich höre sie schon. Geht weg. Hilfe. So, da steht auch noch ein Lama, eine Katze, Hunde, Golem, Lama. Eklama. Kein Eisen. Kein Eisen. Kein Eisen. Und Eimer hat sie auch nicht. Ja, alles cool, Lama. Mein Kopf aus der Wand. So, gucken wir doch mal, ob wir irgendwo auf die schnelle Dauerwelle Eisen herbekommen. Okay, hier ist nur Kelonien. Hier wurde noch nichts gemacht. Miets. Hilfe. Geh weg. Ich hab Angst. So, oh ja, Lava. Nein, da springen wir lieber nicht rein. So, dann ändere ich meinen Plan erstmal und wir müssen wohl oder übel doch nochmal auf eine kleine Höhlentour gehen. Ich schaue, dass ich sie diesmal nicht so in die Länge ziehe, da ich ja eigentlich eben mit euch am Wasserfall arbeiten wollte. Creeper, weg hier. Aber ohne Eisen kein Eimer, ohne Eimer kein Wasserfall. So einfach ist das. Erstmal wieder an Land hier gehen, dass man auch mal vorankommt, ne? So, hier war Frau bestimmt schon unterwegs, deswegen sind hier überall diese Fackeln. Bist du ein Höhleneingang? Ja, ein Höhleneingang.
Alles zwar schon ausgeleuchtet, das heißt, hier war auch schon jemand, aber ich gehe trotzdem mal rein und check hier mal die Lage. Nein, hier ist natürlich nichts. Auch nichts. So, das war ein Fail, dieser Höhleneingang. Von wo kamen wir? Da ist zu Hause, also gehen wir dahin. Hoffen doch, dass wir auf die Schnelle noch mal was finden. Sei ruhig. Doofer Zombie. Dir redet keiner. Keiner mag dich. Ich fliehe voraus. Ja, Fressalien habe ich noch genug dabei. Ich lasse die Schafe jetzt erstmal leben. Erstmal. Und hoffe jetzt eigentlich nur, dass ich auf die Schnelle irgendwo einen kleinen Eingang zu einer Höhle finde. Mehr will ich doch gar nicht. Komm schon, wir sind hier in Minecraft, da sind Höhleneingänge an jeder Ecke. Hier überall müssten eigentlich Höhleneingänge sein. Schwarzeiche müssen wir uns dann auch mal besorgen. Weiß nicht, vielleicht nehmen wir auf dem Rückweg gleich welche mit. Hauptsache wir haben ein, zwei, vier Saplings, dass wir mindestens einen Baum selber pflanzen können. Und ja, ich habe die Kohle hier links gesehen, aber ich ignoriere sie jetzt. Ich möchte jetzt keine Kohle, ich möchte Eisen. Dazu brauchen wir einen Höhleneingang. Aha. Fail. Na, komm, hoppsala, hoppsala. Vielleicht finden wir hier oben auf dem Berg irgendwas. Ah, hier war Frau auch schon unterwegs, so wie es aussieht. Da oben stehen nämlich Fackeln. Aber hier wird es doch schon ein bisschen bergiger. Okay, Freund oder Feind? Aha, Feind würde ich sagen. Definitiv Feind. Definitiv Feind. Definitiv Feind. So eine Scheiße. Nicht lustig da hinten. Ich habe keine Ahnung, wo ich war und ich hatte das Diamantschwert dabei. Oh, mal schauen, ob wir den Krempel auch nochmal finden. Ich bezweifle es allerdings. Ja, irgendwo in der Nähe, wo du sein müsstest, weil überall Fackeln von dir standen. Da war so eine Horde Außenpostenviecher, glaube ich. Einfach hinter meinem Haus. Nach einem Stückle kommt ein Berg. Lauscht die Fackeln hinterher. Wenn ich den jetzt nochmal finde, so, weil ich bin gerade irgendwie ein bisschen confused. Ob ich jetzt in die richtige. Au, Richtung Latsch. Ja, da ist schon mal eine Fackel und die Schäfchen, die ich vorher gesehen habe. Also bin ich auf jeden Fall schon mal in der richtigen Richtung.
Ja, so typisch Minecraft, man verliert so schnell die Orientierung. Ja, den Höhleneingang hätte ich vorher mal gebraucht, ne? Nee, ganz ehrlich, ich glaube, ich bin in die Scheiße gelaufen. Ja, jetzt wo ich keinerlei Werkzeug dabei habe, finde ich 1000 Höhleneingänge. Typisch. Ach ja, schade drum. Da sind die Schwarzeichen, da könnte es gewesen sein, bin ich vielleicht außen rum gelaufen. Werden wir gleich rausfinden. Diese geile Schwerkraft immer in Minecraft, wo dann mitten in der Luft fünf Erdblöcke mit einem Baum sind, das kann halt einiges. Gleich sind wir an Land. Wenn du kurz warten kannst, schon. Ich habe 55 Eis. Ja, ich meine, die kannst du mir gerne in die Truhe legen, aber ich muss halt trotzdem schauen, ob. Halt ein paar. Also hier Schwarzeichenwald. Ich bin, denke ich, in der Nähe, aber ich kann es nicht genau sagen. Ich habe ein Dorf gefunden, aber das wird ein Dorf sein, wo wir schon mal waren.
Ja, ich bin hier in einem Dorf und da waren in der Schmiede Diamanten, also war das wahrscheinlich doch nicht das Dorf, wo wir schon mal waren. Tja, wenn ich das nur wüsste, ne? Das Dorf hat sogar zwei Schmieden. Ja, leck mich fett. Ich habe sechs Diamanten. Und ein bisschen Rüstung und immerhin mal ein Schwert. Also bin nicht ganz leer ausgegangen. Dennoch, da hier auch das Dorf ist, bin ich fast der Meinung, dass dieses Außenposten-Dingens, wo ich angegriffen wurde, doch hier irgendwo in der Nähe sein muss. Das wird ja nur Sinn ergeben. So, dann snacke ich mir hier mal die Kohle ab, dass ich mir ein paar Fackeln machen kann und vielleicht ein bisschen Essen brutzeln kann. Da hinten sind schon die Skeletoren. So, jetzt ist es ganz kurz mal dunkel, liebe Leute. Natürlich habe ich kein Holz, ich Vollpfosten. So, und schnell wieder zurück in Sicherheit. So, gleich gibt es ein paar Fackeln. So, kurz das Essen hier schmoren. Und dann hoffen kurz die Nacht hier überstehen. Ich will jetzt nämlich nicht die sechs Diamanten verlieren, die ich hier mühevoll gefunden habe, weil mein anderes Zeug ist sowieso hinüber. Und dann schauen wir einfach, ob wir nochmal einen geilen Höhleneingang finden, wie den großen gerade eben, den wir jetzt leider auslassen mussten.